70 Jahre alt sein. Weitere Abklärungen sind im Gang. Der Name Arthur Cohn ist wie ein Zauber. Er öffnet überall Türen. Das ist niemand anders als die Schauspielerin Geraldine Chaplin, Tochter von Charlie Chaplin. Sie war eine der hochkarätigen Gäste, die gestern oben an der Arthur Cohn Gala auf dem Münsterplatz Basel in ein Stück Hollywood verwandelt haben. Bild-Zeitung, Bunte, Stern oder Süddeutsche Zeitung sehen alle, wenn der Moment einfangen, wenn der berühmteste Basler mit der Geraldine Chaplin und dem Thomas Gottschalk oder mit dem Mario Adorf in die Kamera lächelt. Man sagt von Arthur Cohn, dass er so der Botschafter auch von Basel ist. Wie kennen Sie ihn denn, den Herrn Cohn? Botschafter von Basel. Das ist der Botschafter des europäischen Films in der Welt. Also eigentlich ist er natürlich Weltbürger, aber am Ende ist er natürlich ein Weltbürger, der aus der Schweiz, der aus Basel kommt. Und deshalb ist er ein wunderbarer Botschafter für die Schweiz und für Basel. Es gefällt mir auch, wie er die Schweiz präsentiert, viel effizienter als viele Organisationen, die Millionen überkommen, um die Schweiz zu repräsentieren. Mir ist es immer wohl bei diesen Anlässen. Er hat auch immer der Kasse seine Sympathie gegeben, auch mir. Und ich bin ihm sehr dankbar für das, was er für Kasse gemacht hat. Und ich bin auch heute hier aus Dankbarkeit ihm gegenüber. Das Wunderbare am Arthur Cohn ist, wenn du seinen Namen sagst, dann ist das wie ein Zauber. Überall in der Welt. Ich war kürzlich in Indien, ich habe dort den Preis überreicht. Und alle haben gesagt, oh, Sie sind von der Schweiz, kennen Sie den Arthur Cohn? Sein Name öffnet Türen. Oh, you're from Switzerland. Oh, Arthur Cohn, do you know Arthur Cohn? Arthur Cohn, I mean, his name opens doors. Nicht nur internationale Stars sind nach Basel gekommen, sondern auch die Schweizer Prominenz. Sehr zur Freude von der Rocklegende Tina Turner. Well, I've met wonderful people that I've seen and... Ich habe hier wundervolle Leute getroffen, die ich am Schweizer Fernsehen oder in Schweizer Film gesehen habe. Es ist wundervoll, diese Seite von der Schweiz zu sehen. Ich lebe jetzt hier seit 7 Jahren, aber das ist eine neue Zusammensetzung von Leuten, die ich wirklich genieße. Another gathering that I can add to my list that I'm really enjoying rather. Und wo der Arthur Cohn ist, darf auch der Sport nicht fehlen. Es war die Gelegenheit, die beiden Schweizer Tennisstars zusammen zu erleben. Ich bin selten an so Anlässen und gehe auch nicht unbedingt so gerne, aber weil es gerade um eine Ecke war und eben, ich habe doch gehört, sind sehr, sehr viele Berühmtheiten da, ist es schon mal lässig, so Leute zu treffen. Und eben, also die Leute sind sehr höflich da und ja, es ist ein angenehmer Abend, das Wetter spielt auch noch zum Glück mit. Ob das Wetter dieses Jahr wirklich mitspielt? Vor 10 Jahren, bei der ersten Korngala, hat es Bindfäden geregnet. Als Vinci Conzi zum ersten Mal gezeigt wurde, ich weiß, dass die Gärten der Vinci Conzi heißt, aber als es zum ersten Mal gezeigt wurde, hat es ja sehr geregnet und deswegen zeigen wir es heute nochmal und es regnet ein bisschen weniger. Das ist schon ein Aufschwung. Das heißt, Sie waren das letzte Mal hier als vor 10 Jahren, als es der Film zum ersten Mal gezeigt wurde? Nein, da war der Film ist ab 16 und ich war erst 12. Aber insofern, ich bin heute zum ersten Mal da, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich bin auch erst seit kurzem ein internationaler Star. Seit 10 Jahren zeigt Arthur Cohn einen von seinen Filmen. Das, was die Basler jedes Jahr auf dem Münsterplatz erleben, wünscht sich der Präsident vom Filmfestival Locarno schon lange. Und wenn ich jetzt gerade gestern das Programm vorgestellt habe von Locarno und mir auf der Piazza Grande zum Beispiel die amerikanischen Filme völlig fehlen, dann muss ich sagen, es fehlt auch ein Herr Cohn. Und ich kann es nicht anders sagen. Ich hoffe wirklich, dass sich hier etwas könnte ergeben in den nächsten Jahren. Und wir versuchen daran nicht zu arbeiten. Und noch jemand hat einen Wunsch an Arthur Cohn. Arthur? Is your next film with me? 10 Jahre Cohn-Gala, das heisst auch 10 Rosenstrauss für Auserwählte. Zu den Beschenkten gehören unter anderem Geraldine Chaplin, Roger Federer, Freundin Mirka und natürlich Tina Turner. Während der Film im Open Air Kino anläuft, gibt der Arthur Cohn extra angereisten Fernsehteams von RTL, ARD und ZDF ein Interview. Natürlich auch Tele Basel. Unsere Frage, wie schafft er es jedes Jahr, die noch grösseren Stars nach Basel zu holen? Das ist keine so große Leistung, wie man meint. Ich glaube, das ist eine Leistung, dass man Freundschaften aufbaut und erhaltet und dass man Freundschaften bringt, wo der andere zeigt, wo die Freundschaft bekommt, dass man an ihnen hängt
dass man immer für sie da ist und dass man überhaupt keine Hintergedanken hat, dass man etwas von ihnen will. Und wenn das so ist, dann gibt es eine Freundschaft, wo keine Einbahnstraße ist. Und wenn Tina Turner da ist oder der Tommy Gottschalk oder der Geraldine Chaplin, der Maria Adorf oder Günter Sachs und viele andere, so ist das ein ganz goldiges Zeichen, dass sie keinen Weg scheuten, nach Basel zu kommen, um mir zu sagen, dass zeigen, dass unsere Freundschaft eben keine Einbahnstraße ist. So viel vom 7 vor 7. Gast an der Telebar ist der neue Direktor von Mittag Giacobos im Casinotheater, der Paul Burkhalter. Das Gespräch sehen Sie wie immer nach BKB Invest in der Wetterprognose. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen, zauberhaften Abend ohne Hintergedanken. Viel Sinn noch.